Dann mit dem nächsten Spiel, das ist der Gegner Levante. Ja, 3 Punkte sind Pflicht. Oh, wir haben einen Wechsel. Achso, das ist sicherlich der Wechsel von Acuña. Nach Sheffield. Wechsel für 2 Jahre. Ist aber nicht weiter tragisch, das sage ich beabsichtigt so sogar. Na dann, auf geht's nach Levante. So. Jo, passt. Williams ist heute im Mittelpunkt. Er ist im Moment in einer fantastischen Form, bester Scorer der Liga und auch heute will er wieder zuschlagen. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im regnerischen Estadio Ciutat de Valencia. Ich begrüße Sie zu dieser Partie. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Kuhlmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute ist eine Partie aus der La Liga Santander bei uns. Läuft die Partie. Levante gegen Athletic Bilbao. Oh, da ist natürlich einiges drin. Maurice, vielleicht doch nochmal. Ich bin gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Glück gehabt. Aber läuft. Luis Bilbao, der ist ausgeliehen von uns, ne? Ball kommt. Kepa macht einfach zu, macht nichts, verhindert den Treffer aus nächster Nähe. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Da kommt die Ecke. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und okay, was gibt es jetzt? Bei Ihnen heute 2 Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Die Fans werden laut. Sie so, langsam ist es halt. Also Levante macht es momentan deutlich besser. Sie haben halt ihre guten Situationen, weil sich der Erste. Er geht dazwischen. Flanke geht in den Strafraum. Guter Ball, aber auch gute Parade. Ecke kommt in den 16er. Sie spielen erstmal raus. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Jetzt geht die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Gorosabel. Guter Steilpass hier, spielt den Ball. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Ja, du kannst aber auch da laufen. Okay, ich dachte, gibt's für uns. Gorosabel, den hätte auch laufen lassen können, das Ding hier. Die Gäste sind aktuell die Mannschaft mit der besten Auswahl. Ei, komm, ey, da fällst du dir mal. 9 Spielen, das ist eine klasse Bilanz und die haben sie sich erarbeitet und verdient mit ihren Aufdrücken, mit ihrer Spielweise. Sie zwingen jedem Gegner diese eigene Spielweise auf, sind extrem konsequent und es kann aus ihrer Sicht natürlich so weit. Chance zur Führung. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel. Endlich. 0-1-21. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie spielen steil. Nein, abseits war es nicht von William. 2-0. 23. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Kein guter Ball. Vivian. Das war's also erstmal. Williams. Klasse Zuspiel. Immanuel.
Ball quergelegt, Olmo, 3-0, 28. Und nochmal, Levante hat am Anfang sehr gut mitgespielt, hat am Anfang ihre Situation gemacht. Und jetzt zieht Bilbao, der Meister zieht weg. Da freut er sich. Und sind auf dem Weg zum nächsten. Keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor, wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schlägt die komplette Abwehr. Das kann man auch nicht ganz so oft. Sie liegen deutlich vorn. Vivian. Pass ja. Gefangen. Mustafi. Jetzt in der Anspielstation. Emanuel. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Sie stören früh, da ist der Ball. Kommt nichts durch, Ruhe. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Oh, das darf nicht, das hat er sich selber zuzuschreiben. Was für ein Abwehrbock. 1-3 nur noch. Scheiße. Wir sehen sie in dieser Wiederholung, wie sie die Nummer 3. Eigentlich alles im Griff und dann kriegen sie so Dinge. Das ist, ich glaube, was war es denn überhaupt? Bifian, ne? Der Dreier, ja. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Vidal hat sich momentan sowas von gefangen. Der steht momentan seinen Mann und macht die Dinger. Oder macht seine Partie super gut. Boah, Muniain, knapp drüber. Klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Kurz vor der Pause liegen die Gäste hier deutlich vorne. Ja, die haben sich taktisch perfekt auf dieses Spiel. So, man wechselt schon. Liegen mit zwei Tore in Führung. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch was schief geht. Oh ja, sag mal, bleib mal weg da von meiner Seite. Ja, gut abgelaufen. Mit dem Ball. Tolle Szene. Williams! Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Cory. Pause in dieser Partie. Das Team mit der besten Auswärtsbilanz ist hier auch in Führung. Viele fragen sich, wie machen die das bloß? So, weiter geht's mit gleich wieder Ansatz Smart 2. Durchgang 2 hat begonnen. Sanchez. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Jetzt die Hereingabe. Gute Aktion, ja. Ball ist raus. Williams mit der Chance. Nicht oh! Ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Williams. Ja, gut, dazwischen gegangen. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Olmo, Olmo, rein damit. Also da zeigen Sie heute eine Menge. Das nächste und damit sind Sie hier schon mit 3 in vorne. 1-4. Jetzt hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Oh, also jetzt ist aber gerade mal gut da. Ist ja ein großer Well, jetzt hat er noch mal. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung. Oh, das macht momentan eigentlich nur einer, der gerade so ein bisschen hier seine... Wir sehen noch mal dieses Zette Buden macht. Die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, die Chance für Williams. Super gehalten. Und damit macht sogar. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Gleichung.
gutes Taping. Platz zum Kontern. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Ah, ich komme nicht durch. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Ja, es geht gegen den FC Valencia im nächsten Spiel in der spanischen La Liga Santander. Da ist die Favoritenrolle wohl klar verteilt. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Sie wechseln aus. Campagna. Nee, der geht nicht rein. Ah, klassische Chance, das stimmt fast. Entschuldigung. Das fehlt das Glück. Olmo. Daniel Olmo. Nur noch der Torwart vor sich. Und so wird das mit ein bisschen Glück. Ich wollte überlegen, soll ich den querlegen oder soll ich selber schießen? Aber ich wollte eigentlich querlegen. Er fängt diesen Pass ab. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gegner im Augenblick deutlich vorne sind. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Es gibt Eckball. Da kommt die Ecke. Elfmeter, ganz klar. Was? Wofür haben sie den wieder? Der schafft, der kommt doch drüber. Ei, okay, ja, doch. Okay, ich hab's jetzt gesagt. Das war doch ein etwas klarer Elfmeter. Das war doch ein etwas klarer Elfmeter. Naja, gut, ist halt so. Und er macht den Elfer. Ich hab ihn fast gehabt. 2-5. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5-2. Euer Sabal. Da ist die Flanke. Nein, keine gute Befreiung hier. Williams. Schiri? Musonda. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Campagna. Latte! Latte! Trifft er nicht gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter. Wir waren da nochmal die Chance, ein bisschen ranzukommen an die Partie. Unai Vencedor. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. So, und das nächste Tor. Das wofür habe ich eigentlich einen Stürmer geholt? 2-6. Ja, lieber. Wir sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Ja, rein darüber brauche ich einen, der halt vorne mit. Die zwei Tore, die Tore anschießt. Obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6-2 geht es hier weiter. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Jetzt die Ecke. Na, da konnte er sich nicht so richtig entfalten, wie er wollte. Abwehr verhindert da einen gefährlicheren Kopfball. Und das war's für heute. Das Spiel steht fest. Die beste Auswärtsmannschaft kann dieses Auswärtsspiel gewinnen. Klarer Sieg also. So, nächster Gegner ist der FC Valencia. Dann. So. Jutti, dann haben wir das auch. Ich muss sowieso jetzt ein bisschen, ich will jetzt ein bisschen Folgen vorbereiten, weil ich jetzt relativ zeitnah, ich glaube, das kann ich, wie diese Folge rauskommt, wenn ich dort schon im Urlaub bin. Das könnte gerade so der erste oder zweite Tag sein. Gut, ich würde sagen, ich mach mal raus hier für heute. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.